Dank für die nette Einführung und für die schöne Umfrage. Ich soll ja ein bisschen was aus der Praxis berichten. Was geht eigentlich in Deutschland und das vor allen Dingen aus der Sicht von Unternehmen? Also wenn wir zu Unternehmen gehen, wie reagiert eigentlich ein Unternehmen typischerweise, wenn wir mit Bürgerbeteiligungsanliegen kommen? Was gibt es da für Reaktionen und wie gehen wir dann damit um? Und da muss ich sagen, also die Frage 1, die hier ja wirklich sehr abgeschlagen war, findet man doch in der Realität deutlich häufiger als noch wieder, als Sie jetzt vielleicht hier vermuten. Ich würde also gerne versuchen, diesen Spagat meiner zwei Hüte, einerseits Unternehmer natürlich, aber andererseits vor allen Dingen eben auch der Partizipationsexperte, irgendwie unter einen Hut bringen und würde gerne mal mit der These 1 anfangen. Unternehmen sind mehr als Akteure im Wettbewerb der Märkte. Aber wenn wir zu Kunden gehen, dann gibt es eben doch sehr häufig die Reaktion, was habe ich denn mit Bürgern zu tun? Mich interessieren Kosten und Marge und mich interessiert vor allen Dingen mein Markt. Und für alles andere, was darüber hinausgeht, habe ich meine Verbände, die sollen sich darum kümmern. Ich bin faktenorientiert und möchte nicht mit diesem Nörglerei der Bürger zu tun haben, und wenn ich irgendwelche Sorgen habe, dann rufe ich eben meinen Abgeordneten, meinen Bürgermeister oder meinen Landrat an, und wenn ich irgendwas von der Gesellschaft will, dann gibt es ja auch noch Genehmigungsverfahren und da wird dann nach Recht und Gesetz entschieden, und so will ich das auch handhaben. So geht es in der Praxis zu, was wir hören, aber so geht es eben heute in der modernen Welt eben nicht mehr. Wenn überhaupt es jemals so möglich war, dann muss man sagen, diese Verfahren, die hier beschrieben worden sind, diese Einstellungen, die funktionieren heute einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass viele klagen darüber, dass man irgendetwas nicht durchsetzen kann, aus Unternehmersicht eben gerade auf der mangelnden Einsicht beruhen, dass diese Art von Denkweisen eben heute einfach nicht mehr funktionieren, sondern dass wir heute eben auch als Unternehmen uns in einer Netzwerkgesellschaft befinden. Und Netzwerkgesellschaft heißt jetzt nicht nur mit der modernen Kommunikation des Internets, die natürlich sehr und extrem wichtig ist, aber auch in einer sehr stark vernetzten Form, wo Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sehr eng miteinander zusammengewachsen sind und nicht mehr so getrennte Blöcke sind, wie sie Niklas Luhmann noch beschrieben hat. Diese Zeiten sind auch mittlerweile nicht mehr so, wenn sie denn jemals so waren. Heute sind eben die Prozesse, die wir in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft haben, zwischen den verschiedenen Institutionen ganz eng miteinander verwoben. Und es reicht eben nicht aus, wenn ich in diesen komplexen neuronalen Netzen, in denen ich mich da befinde, an einer Stelle versuche zu ziehen. Ich versuche, meinen Landrat anzurufen, ich versuche, meine Genehmigungsbehörde anzurufen, ich versuche, das auf die traditionellen Art und Weisen zu lösen. Das funktioniert nicht. Wenn ich etwas von der Gesellschaft will, dann muss ich mich mit den Gesetzen der Netzwerkgesellschaft auseinandersetzen. Und ich würde das in meiner zweiten These so formulieren, dass dieses kooperative Denken in diesen Netzwerkgesellschaften durchaus auch neue Spielräume entwickelt und neue Spielräume schafft für Unternehmen, die das auch gut nutzen. Unternehmenssicht wird häufig die Kommunikation nach draußen, die Transparenz als ein notwendiges Übel angesehen, dass man widerwillig und eingeschränkt und möglichst nur so weit durchführen will, wie man das eigentlich macht. Und wenn man über Partizipation redet, dann wird eben auch häufig dann eben gesagt, naja, ich lade ja die alle mal zum Tag der offenen Tür ein oder ich habe auch meine lokalen Informationsveranstaltungen und so weiter. Und ich glaube, dass eben das auch wieder altes Denken ist, dass heute eigentlich, ich würde es heute ganz anders formulieren, versuche das dann den Unternehmen auch so beizubringen, indem ich sage, dass es darauf ankommt, eben heute gesellschaftliche Lernprozesse durchzuführen mit Partizipationsprozessen. Das sind gesellschaftliche Lernprozesse. Es reicht eben nicht, wenn der Unternehmenschef nach Prüfung aller Unterlagen, internen Entscheidungsvorlagen tatsächlich gemerkt hat, jawohl, so muss es jetzt gemacht werden, ich habe das gelernt, wir als Unternehmen haben das gelernt. Das reicht nicht, wenn ich etwas in der Gesellschaft, von der Gesellschaft will, muss ich versuchen, diese Gesellschaft in diesen Lernprozess mit einzubinden. Und Lernprozesse, wenn Sie sich an Ihre Schulzeit vielleicht erinnern,
funktionieren halt auch immer dann ganz schlecht, wenn dann der Lehrer von vornherein in die Klasse kommt, das Tafelbild schon da ist, sagt, hier seht ihr alles, da steht doch alles, jetzt wisst ihr es auch, sondern nein, das Tafelbild muss Schritt für Schritt von Anfang an entwickelt werden, gemeinsam entwickelt werden, damit auch alle mitgenommen werden. Und ich glaube, dass wir eben häufig heute noch Verfahren finden, wo genau dieses ich knalle euch das gesamte Tafelbild vor Mechanismen angewandt werden, statt eben tatsächlich dieses gemeinsame, geradezu pädagogische Vorgehen, alle zusammen lernen wir was. Im Übrigen, ich soll ja ein bisschen aus Unternehmenssicht schildern, also Unternehmen, man kann eigentlich das Gleiche auch für politische Entscheider sagen, das ist also sehr ähnlich dem Mechanismen, aber ich wollte ja heute was oder soll ja heute was über Unternehmen sagen. Da gibt es natürlich sehr häufig eben dann die Einstellung, naja, wir haben doch das alles jetzt schon hier intern geprüft und wir sind ja dann auch das Allgemeinwohl, das ich hier vertrete und deswegen setze ich eben doch jetzt darauf, meine Informationen einfach nur herüber zu bringen. Und wenn ich dann so einen pädagogischen Prozess starte, dann ist es eigentlich nur pro forma, weil die anderen sollen lernen. Ja? Ich habe hier alles schon gelernt. In allen Verfahren, die wir durchgeführt haben, haben wir immer festgestellt, dass unsere Kunden in Unternehmen, auch in der Politik oder in der Zivilgesellschaft, die das gedacht haben, am Ende des Verfahrens doch auch selbst was gelernt haben und selbst was dabei rausbekommen haben. Ich möchte neue Spielräume erläutern, zum Beispiel an einem Projekt, das ich nachher noch mal kurz im Detail vielleicht vorstelle, Media, weil es einfach das größte Verfahren in Deutschland ist, Dialogverfahren, wo eigentlich alles von oben nach unten gewälzt wurde und als Vorbild für viele kleinere Verfahren auch gelten kann, das ist die Mediation zum Flughafen Frankfurt, zum Ausbau der dortigen neuen Landebahn. Neue Spielräume sind da für alle entstanden, indem das eines der innovativsten oder der Projekte war, wo sehr, sehr viele Innovationen rausgekommen sind. Aus der Debatte eines konkreten Konfliktes an dem Flughafen zwischen Lärmbelastung einerseits, wirtschaftlichen Vorteilen andererseits, sind sehr, sehr viele Innovationen rausgekommen. Die gesamte Lärmgesetzgebung des Bundes ist von dem Mediationsverfahren Flughafen Frankfurt bestimmt worden. Wir haben neue Forschungsprojekte dort durchgeführt zur Frage der Immobilienbewertung in solchen belasteten Regionen. Steigen die Immobilienpreise, fallen sie, wie kann man die bewerten? Wir haben neue Forschungsprojekte durchgeführt zum Thema niedrigschwelliger Lärm. Wir haben neue Kompensationsverfahren für Lärmbelästigte dort gefunden und entwickelt. Und wir haben neue An- und Abflugverfahren dort eingeführt, die heute international Geltung haben. Alles aus 10-jährigen Dialogen zwischen den betroffenen Stakeholdern und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Also neue Spielräume, Innovationen können durchaus entstehen. Was heißt dann aber gesellschaftliche Lernprozesse im Einzelnen? Ich möchte hier sagen, die Weisheit der vielen hilft den Unternehmen und ich möchte hier vor allen Dingen etwas über die Weisheit der vielen sagen. Ich glaube, bei diesen Verfahren, über die wir heute reden, geht es darum, wie kann ich aus solchen Beteiligungsverfahren die Weisheit der vielen für unsere Entscheidungsprozesse nutzbar machen. Damit sage ich zum einen, dass es diese Weisheit der vielen gibt und ich kann Ihnen sagen, seit 1995 haben wir viele Tausende von Veranstaltungen und Hunderte von Projekten durchgeführt und ich kann mich eigentlich wirklich nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo tatsächlich Unsinn rausgekommen ist, also wo man nicht tatsächlich die Weisheit der vielen, der gesunde Menschenverstand, das, was eine Gruppe, wenn sie divers zusammengesetzt ist, wenn es handwerklich ordentlich gemacht wird, was die rausfindet, das hat Hand und Fuß, da kommen vernünftige Sachen dabei raus. Aber wie machen wir diese Weisheit, diesen gesunden Menschenverstand eben für unsere Entscheidungsprozesse, für bessere Entscheidungen in der Gesellschaft uns zunutze? Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung. Ein Punkt dabei ist, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir eine Sachorientierung bekommen, dass wir jetzt nicht über völlig unsinnige Präsentationen oder Einzelmeinungen oder irgendwas diskutieren. Und ich glaube, hier heißt die Methode der Wahl eben Faktenklärung oder im Englischen eben Joint Fact Finding. In aller Regel, wenn wir so einen Prozess durchführen, kriegen wir erstmal 80-90% aller Konfliktthemen weg.
weil sich herausstellt, dass sie eigentlich gar keinen Konflikt sehen, sondern eine Meinungsverschiedenheit, eine falsche Interpretation oder sonst irgendwas. Und man kann sich dann, oder medial vermittelt, das ist ja dann häufig auch eine Rolle der Medien, eine mediale Vermittlung eines Scheinkonfliktes. Mit einem solchen Joint Fact Finding kriegt man das weg und kann sich dann tatsächlich auf diese 10 oder 15% der tatsächlich relevanten Fakten konzentrieren. Und hier ist eben genau der Punkt, wo Unternehmen auch, glaube ich, einen großen Vorteil haben. Wenn sie nämlich solche Verfahren von sich aus anstoßen, dann können sie es erreichen, dass in der, das gilt auch wieder nicht nur für Unternehmen, sondern für andere Institutionen auch, aber dann können sie es eben erreichen, dass tatsächlich in der Öffentlichkeit Spreu von Weizen auf der Faktenebene getrennt wird und dass wir tatsächlich eben über eine faktenbasierte Diskussion angehen können und nicht eben über irgendwelche merkwürdigen Chimären diskutieren müssen. In einer solchen Situation heißt Führung auch etwas ganz anderes. Aus den Unternehmen kennen das alle schon. Ja, in den Unternehmen, da haben wir sehr wohl ja schon den Trend, eben zu sagen, ich bin hier nicht der Chef von oben, der alles besser weiß als alle anderen und deswegen regiere ich jetzt von oben durch hinein. Aber in der Gesellschaft wird dann oft noch diese Einstellung doch noch von der Politik zum Beispiel verlangt. Ja, die Kanzlerin soll endlich mal entscheiden, der Minister soll endlich mal entscheiden. Obwohl im eigenen Unternehmen habe ich ja auch ganz andere Entscheidungsprozesse, wo ich zwar am Ende entscheide, aber doch, wie ich zu der Entscheidung hinkomme, sehr stark partizipativ ist, obwohl es vielleicht anders genannt wird. Also hier ist die Kunst der Führung die Frage, wie gelingt es mir eigentlich für mein Anliegen, andere zu begeistern, wie gelingt es mir eigentlich, andere in der Gesellschaft mitzunehmen, wie gelingt es mir, andere ins Boot zu holen und mit anderen gemeinsam etwas umzusetzen. Ja, so, das ist die, glaube ich, eine neue Art der Führung, die hier im gesellschaftlichen Umfeld benötigt wird. Und dazu gehört eben auch sehr stark der Punkt, dass die Einstellung dieses Not in my backyard, was ja heute schon zitiert worden ist, dass die eben auch nicht verteufelt wird als ein gegen das Allgemeinwohl gerichtetes Einstellung von irgendwelchen Nörglern oder von dummen Bürgern, wie es heute schon genannt wurde, sondern dass das in aller Regel sehr berechtigt ist, weil bei vielen Entscheidungen gibt es eben Verlierer und die Frage ist, wie geht man mit diesen Verlierern um, aber jedenfalls nicht so, indem man sie beim Flughafen Frankfurt sind da sehr harte Worte gefallen, nicht? Also das waren dann die Hysteriker oder die Planwirtschaftler, die Systemveränderer oder Systemvernichter, so hat diese eine Seite argumentiert. Die andere Seite hat natürlich argumentiert, es sind die profitorientierten Kapitalisten, die auf unsere Gesundheitskosten ihre Gewinne machen wollen und ihre Boni einstreichen wollen. Also es gilt immer für beide Seiten. Ja? Ich bin ja heute gebeten worden aus Sicht oder stark aus Unternehmenssicht zu argumentieren oder zu beschreiben, was ein Unternehmen eben denkt. Ja. Aber die Erkenntnis, dass tatsächlich es Konflikte gibt, die ich mit meiner wirtschaftlichen Tätigkeit möglicherweise hervorhebe, ist ein zentraler Punkt und Sie mögen sagen, das ist vielleicht jetzt trivial und für hier anwesende Unternehmen ist das sicherlich auch eine Selbstverständlichkeit, aber es gibt eben doch sehr viele Fälle in unserer Praxis, wo wir erstmal daran sehr hart arbeiten müssen, dass eben Leute, Naturschützer, Bürger von Lärm betroffen oder was auch immer, dass das tatsächlich sehr legitime Interessen sind. Eine Veränderung auch eben in der Frage, wie ich meine Führungsrolle in der Gesellschaft wahrnehme. Meine letzte These möchte ich auch als nicht unwesentlich hier darstellen, nämlich dass diese sektorenübergreifenden Kooperationsprozesse, die gesellschaftlichen Lernprozesse, wie machen wir das, wie gehen wir mit solchen Schwierigkeiten um, dass die zu einem Erfolgsfaktor im internationalen Wettbewerb führen. Heute Morgen wurde die Frage schon gestellt, was geschieht denn, wenn wir uns jetzt nicht einigen können und wenn dann alles stillsteht? Ja, dann steht eben alles still und wir haben tatsächlich einen großen Nachteil im internationalen Wettbewerb. Und
Schwierigkeiten, wie wir sie hier haben, mit Stuttgart 21 oder mit neuen Technologien oder mit was auch immer, die wir einführen wollen, die gibt es ja weltweit. Die gibt es ja nun wirklich nicht nur in der Bundesrepublik, sondern die gibt es in den USA, die gibt es sogar in China, die gibt es sonst wo. Wir sind in über 40 Ländern der Welt tätig, hauptsächlich im Moment zu erneuerbaren Energien. Und glauben Sie mir, die Diskussion, ob das irgendwo, in welchen Erdteilen auch immer, die Diskussionen sind sehr, sehr ähnlich, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir eben in der international vernetzten Welt auch globale NGOs haben, die eben auch bei Windparks in den USA oder in Afrika oder sonst wo eben auch sehr gleich angezapft werden können von den lokalen Bewohnern. Ja, ich würde gerne dieses Beispiel Mediationsverfahren Flughafen Frankfurt in ein paar Minuten noch ein bisschen skizzieren, weil es vielleicht doch mal deutlich macht, wo die Chancen solcher Verfahren sind und wie man sie einführen kann. Der entscheidende, also ich sollte mal dazu sagen, das war über 10 Jahre lang, über 10 Jahre wurde dieser Dialog geführt, die Landebahn ist gebaut, es gibt einen Anti-Lärmschutzpakt, es gibt ein Nachtflugverbot und die Landebahn ist da, inmitten der dicht besiedelsten Region Europas. Die Wettbewerber, die anderen Flughäfen, die zur gleichen Zeit mit Planungen angefangen haben in Europa, haben ihre Landebahnen noch längst nicht realisiert. Also hier haben wir auch mit unserem Verfahren einen Standortvorteil erreicht. Was war das? Das war ein Mediationsverfahren, das parallel zu den Genehmigungsverfahren und parallel zu den Entscheidungsverfahren im Parlament durchgeführt wurde, als Ergänzung der repräsentativen Demokratie und der normalen Genehmigungsverfahren. Warum war es so erfolgreich? Es war zum Beispiel deshalb erfolgreich, weil es einen Ort der Debatte gab. Das ist ja bei vielen Themen, die wir heute haben, zerfasert die Debatte. Wir diskutieren über die Energiewende hier und dort, in kleinen Grüppchen, hier ein Gutachten, dort ein Gutachten. Keiner weiß, wo eigentlich kann ich wirklich mich mal informieren, wo kommen diese ganzen Diskussionsstränge zusammen. Also ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, einen solchen Ort der Debatte zu haben, an dem ich mich orientieren kann als betroffener Bürger. Joint Fact Finding, diese gemeinsame Faktenklärung, das war der klare gemeinsame Punkt in diesem Mediationsverfahren. Es wurde gemeinsam debattiert, welche unterschiedlichen Meinungen gibt es, welche unterschiedlichen Fakten werden präsentiert. Wo gibt ja immer den renommierten Professor, der sagt, A ist richtig, und dann gibt es genauso renommierten Professor, der sagt, das ist alles Unsinn, B ist richtig. Und wie soll da jetzt ein Entscheider in der Politik mit umgehen? Wie soll da ein Bürger damit umgehen? Die Antwort lautet hier ein Joint Fact Finding. Wir bringen diese, jetzt mal sehr trivial gesagt, wir bringen diese Experten zusammen mit anderen Experten, die als Zeugen sozusagen sie beobachten in ihrer Peer Group, und wo wir dann eben herausfinden, also wo streiten die sich eigentlich wirklich, an welchen Punkten streiten die sich und an welchen Punkten sind sie sich eigentlich einig. Und das Erstaunliche ist dabei für uns eben, dass sie sich eben doch in weiten Teilen, wenn sie denn mal zusammenkommen und nicht nur über die Presse miteinander vermittelt diskutieren, dann doch die Konflikte wesentlich geringer sind, als man vorher vermutet. Dezentrale Bürgerbeteiligung. Jeder Bürger konnte, kann und muss in solchen Verfahren seine Fragen, Anliegen und seine Emotionen loswerden und auch Antworten bekommen. Also das ist natürlich mit Veranstaltungen erforderlich. Und da möchte ich dann auch mal für Unternehmen auch sagen, was wir dann wieder in Unternehmen erleben, ist dann, die sagen dann, ja, also ich mache jetzt meine Informationsveranstaltung, wir haben das auch heute schon gehört, ja, also ich werde auch immer ganz kribbelig, wenn es heißt, wir machen Dialog und ich informiere Sie mal, ja, ich nehme Sie mal mit, haben wir ja genau, nicht? Also ja, nee, darum geht es eben nicht, jetzt jemanden zu informieren darüber, was richtig ist und darüber, was jetzt gemacht wird, dann kann ich Beteiligung natürlich von vornherein vergessen. Es muss ein Handlungsspielraum da sein, ja, und solange, wenn kein Handlungsspielraum da ist, dann darf ich auch keine Bürgerbeteiligung machen. Aber in aller Regel ist ein Handlungsspielraum da. Ich habe das eigentlich selten erlebt, dass da nichts ist, wo man etwas machen kann. So, und dann kann man diesen Handlungsspielraum eben entsprechend ausschöpfen. Der Bürger wird eben auch ernst genommen in seinen Anliegen. Er hat den Ort, an dem er ernst genommen wird, an dem er hinkommen kann, an dem er das auch sagen kann, wo er auch eine Antwort bekommt, wo er auch sieht, er kann mit seiner Beteiligung eben auch etwas verändern und er kann etwas mitgestalten.
Deswegen ist es so total essentiell wichtig, was vielen Führungskräften in der Wirtschaft, aber auch in der Politik entgegenläuft, dass ich eben nicht hingehe und sage, ich weiß schon alles, was ich will, hier ist mein Plan, ich informiere euch, macht mal. Sondern dass ich erinnere an den Grundschullehrer, dass ich von Anfang an die Gesellschaft, die Akteure, Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehe und gemeinsam mit ihnen das entwickle. Ich könnte es auch alleine, aber es ist viel klüger, das gemeinsam miteinander zu tun, weil nur so kriege ich nachher Akzeptanz, nur so kann ich nachher auch wirklich was umsetzen und nur so gewinne ich auch von der Weisheit und der vielen, die ich jetzt an dem Beispiel Flughafen ja schon aufgezeigt habe. Erfolg kriegt man mit solchen Verfahren auch nur dann, wenn man das alles permanent orchestriert. Was meine ich mit dieser Orchestrierung? Mit der Orchestrierung meine ich, dass es eben auch nicht ausreicht, wenn ich einen runden Tisch habe oder wenn ich Bürgerbeteiligungsverfahren habe mit den Bürgerinnen und Bürgern und dazu irgendwelche Lösungen komme, sondern es kommt ja darauf an, dass die gesamte Gesellschaft, diejenigen jedenfalls, die sich dafür interessiert, auch mitbekommt, über was hier an diesem runden Tisch diskutiert wird, damit sie sich, wenn sie kann, sich einbringen kann. Punkt 2, die entsendenden Institutionen, wenn es jetzt nicht Bürgerinnen und Bürger sind, sondern Stakeholder, die müssen auch informiert werden darüber. Wenn ein Gewerkschaftsvertreter an dem runden Tisch sitzt, heißt es noch lange nicht, dass die anderen Gewerkschaftsvertreter das auch mittragen. Also ich habe immer auch die Orchestrierung in die entsendenden Institutionen hinzukriegen. Ich muss immer die Parlamente mit einbeziehen, die entscheiden ja am Ende, nicht? Und die müssen, das darf ja nicht von den Parlamenten losgekoppelt sein. Und ich muss natürlich auch die Parallelität der Genehmigungsverfahren betrachten, wenn es sich jetzt um solche Infrastrukturprojekte handelt oder was auch immer es ist, neue Technologien, die auch irgendwo Genehmigungen unterliegen. Immer die Parallelität dieser verwaltungsrechtlichen Schritte beachten, damit ich an der richtigen Stelle die richtige Diskussion auch mit meinen Bürgerinnen und Bürgern führe. Das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt, dass man das insgesamt orchestriert. Denn, und damit möchte ich sozusagen die allgemeinen Ausführungen dann auch beenden, denn was ich natürlich nicht erreichen kann, und das ist auch oft eine falsche Erwartung, die in Unternehmen dann geäußert wird. Ich bekomme es natürlich nicht weg, dass der Konflikt verschwunden ist. Es gibt auch bei der tollsten Bürgerbeteiligung und bei dem tollsten Stakeholder-Dialog gibt es immer noch die Nörgler, die Leserbriefschreiber, die Kritiker, die alle, die dagegen sind. Ja? Heute am Flughafen Frankfurt laufen jeden Tag auch noch 1000, jeden Montag laufen noch irgendwie 1000 Bürgerinnen und Bürger als Protest gegen diesen Ausbau rum. Und sie bewirken ja auch noch einiges, weil man permanent ja auch An- und Abflugverfahren verbessern kann. Ja. Aber die Erwartung, also zu haben mit einem solchen Verfahren kriege ich das alles weg, die ist irrig. Ja. Ich muss mich in solchen Verfahren darauf konzentrieren, zu sagen, was ist für die breite Allgemeinheit sinnvoll? Was trägt die breite Allgemeinheit mit? Finde ich Akzeptanz beim Publikum? Wenn der Flughafenvertreter sich mit einer Bürgerinitiative vor Ort hier auf dem Podium oder in so einem Joint Fact-Finding-Prozess streitet, dann ist es völlig irrig anzunehmen, die vertragen sich nachher und sind sich einig in allen Punkten. Der entscheidende Punkt ist, was denken die Hunderte, Tausende oder im Fall Frankfurt 2 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die da zuhören und sich das angucken? Ja? Was denken die und wo kommen die dahin? Und wie finden die nachher die Ergebnisse aus einem solchen Bürgerbeteiligungsprozess? Finden die das fair? Finden die das angemessen? Finden die vor allen Dingen es gut, wie man mit den Verlierern umgeht? Eine ganz zentrale Frage, hatten wir heute auch schon. Ja? Oder sehen die eben da keine Resonanz für die gute Lösung. Also das ist ein zentraler Punkt für alle diese Verfahren. Es kommt auf diese Orchestrierung und die breite Akzeptanz an und nicht darauf, dass am Ende der Widerspruch völlig weg ist. Ich habe das jetzt am Flughafen Frankfurt ein bisschen näher erläutert oder das halt hier nur als Beispiel genannt, aber das können Sie auch für Umsiedlung von einer Spedition, Neubau einer neuen Speditionshalle irgendwo in einem kleinen Ort machen. Das können Sie machen, wenn es um nachhaltiges Investment geht, um Naturschutzkonflikte irgendwo. Das sind alles nachher im Prinzip genau das Gleiche. Und ich glaube,
dass am Ende, und das möchte ich sagen, wir hier zwar noch stark im Experimentiermodus in Deutschland sind, wir wissen es noch nicht genau, wie wir es machen können, aber ich habe aus unserer Tätigkeit und in vielen Ländern doch das Gefühl, dass wir da ganz schön weit vorne dran sind. Also in den USA gucken die sich inzwischen unsere Verfahren sehr genau an, wie wir das machen können. Und ich glaube, da haben wir einen kleinen Schritt nach vorne. Und das zieht dann bei unseren Unternehmenskunden auch immer, weil ein Wettbewerbsfaktor kann eben auch eine solche Good Governance in solchen Beteiligungsverfahren sein. Vielen Dank.